Hallo, guten Morgen miteinander. Steve und ich begrüße euch recht herzlich zur Rückengymnastik. Hoffe, ihr seid alle parat und gut drauf. Ja, ich, gedanklich seid ihr alle bei mir. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Wir legen einfach los, wie immer. Stellt euch bitte hüftbreit, leicht in die Knie. Nehmt die Schultern zurück und den Bauch, wie immer, sanft einziehen. Dann gehen wir erstmal tief und hoch. Machen wir wegen unsere Beine warm. Steve, bist du dabei? Ich bin dabei. Gut, ah ja, seh dich. So, wir nehmen die Arme mit, bis auf Schulterhöhe. Schön schwinge. Und atmet schön tief ein und aus. Durchatmen. Jetzt nehmen wir die Arme ganz nach oben. Und beim nächsten Mal bleiben wir oben. Arme hoch und wir ziehen uns ganz lang und ziehen uns von einer Seite zur anderen, immer länger, größer, richtig schön durchbewegen. Und jetzt nur noch groß ziehen, ganz lang machen und noch einmal tief durch die Nase bis zum Bauchnabel atmen. Und jetzt lassen wir die Schultern locker, neigen uns zur Seite und ziehen uns schön über die Seite lang. Gehen wieder nach oben und zur anderen Seite und wieder hoch. Die Arme jetzt tief. Erstmal locker die Schultern kreisen. Jetzt ganz groß kreisen. Wir kreisen die Arme einzeln und gucken dem Arm hinterher. Schön mit eindrehen. Ein letztes Mal, dann treffen wir uns wieder vorne und kreise jetzt mal in die andere Richtung die Schultern. Und auch ganz groß, richtig schön durchbewegen. Haltet an, zieht die Schultern zurück und zieht sie tief. Und jetzt zieht man sie ganz breit auseinander und lasse die Arme mal richtig schwer werden. Als ob ihr ganz schwere Gewichte in der Hände habt. Und dann ziehen wir unseren Nacken lang nach oben Richtung Decke. Macht auch alle mit. Ich sehe es gedanklich, gell? Jetzt den Nacken lang halten. Wir ziehen das Kinn nach unten ran, ganz nah zum Brustbein ziehen und beschreibe jetzt mit dem Kinn am Körper einen Halbkreis von einer Schulter zur anderen. Und es ist ganz egal, in welche Richtung ihr anfangt. Spürt in euren Nacken und zieht das Kinn jetzt wieder zur Mitte ran. Kurz nachspüren. Und jetzt gucken wir mal ganz nach oben zur Decke und ziehen das Kinn wieder ran. Das Kinn wieder nach unten ranziehen. Wir kreisen jetzt mit dem Kinn am Körper zur rechten Schulter, ziehen das Kinn zur Schulter ran. Gegenüberliegen die Schulter, ziehen wir nach hinten tiefer. Und dann gucken wir durch, schräg nach oben zur Decke und ziehen das Kinn wieder ran. Ihr könnt gerne eure Augen schließen, dann spüre das noch ein bisschen mehr. Kinn wieder ranziehen. So, jetzt kreisen wir langsam über die Mitte zur anderen Seite rüber. Und ziehen auch das Kinn erstmal zur Schulter. Gegenüberlegen die Schulter nach hinten tief. Und wieder schräg nach oben zur Decke und das Kinn ranziehen. Tut gut, gell? Kinn wieder nah ranziehen. Wir kreisen nach unten, ziehen beide Schultern zurück und tief und gucken jetzt nach vorne. Okay, jetzt einfach mal nur Kinn zurückziehen und nach vorne schieben. Und spürt mal die Veränderung im Körper durch die kleine Bewegung. Stefan macht im Hintergrund auch mit, sieht lustig aus. Okay, wir ziehen das Kinn wieder zurück, sodass der Nacken schön lang ist. Perfekt. Und drehen den Kopf dann zur Seite. Und jetzt dreht langsam immer mehr ein und guckt über die Schultern nach unten zum Boden und auch da gern gegenüberliegend die Schulter tiefer ziehen. Schulter locker lasse, Blick zur Seite und wir drehen den Kopf nach vorne. Gucke wieder nach vorn und drehen dann langsam zur anderen Seite. Immer mehr eindrehe und wieder über die Schultern nach unten zum Boden gucke, gegenüberliegend die Schulter tief ziehen.
Blick zur Seite und wir gucken nach vorn. Okay, kurz lockern. Wisst ihr, was doof ist, dass ich euch nicht sehe? Aber ich muss mal spickeln. Angelika ist dabei, Doris ist dabei, Gunther ist dabei, Anhalt Adler ist dabei. Super, perfekt. Ihr könntet mir gern schreiben. Ich sehe es zwar nicht so recht, aber der Stefan liest es mir dann vor. So, wir machen weiter. Schultern zurück und tief. Wir legen es mal zur Seite ab. Ohr nähert sich der Schulter. Gegenüberliegend die Schulter tief ziehen. Und jetzt nehmt die Hand noch über den Kopf an euer Ohr und zieht sanft den Kopf noch ein bisschen tiefer. Spürt die Dehnung im Nacken. Tief durchatmen. Hand löse. Kopf kommt wieder nach oben. Wir ziehen das Kinn zurück, dass der Nacken schön lang ist. Und lege es auch zur anderen Seite ab. Und auch da wieder gegenüber liegen die Schulter tief. Hand über den Kopf ans Ohr. Perfekt. Und die Hand wieder löse. Kopf kommt nach oben. Nehmt jetzt mal beide Arme nach vorne. Und wir ziehen im Wechsel. Rechte Schulter nach vorne und linke Schulter nach vorne. Ganz locker den Körper mit eindrehen. Die letzte Reihe macht wieder nicht richtig mit, ich sehe es. Fritz und Rainer. So, wir halten an. Und jetzt mache ich mal kleine, schnelle Paddelbewegungen. Ganz schnelle. Und spürt die Bewegung im Körper. Und haltet jetzt mal an. Schließt bitte eure Augen. Ganz ruhig erstmal. Und jetzt macht nochmal die kleine, schnelle Paddelbewegungen. Und spürt, wie euer Körper stabilisiert. Ganz kleine, schnelle. Und Auge wieder öffnen. Jetzt drücken wir einfach unsere Hände mal aneinander. Nehmen die Ellenbogen leicht nach oben. Die Schultern sind schön locker. Und drückt einfach mal nur eure Handfläche zusammen. Fest. Tief ein- und ausatmen. Und locker los. So, jetzt nehmen wir Beckenboden mit dazu. Ihr kennt es alle in drei Stufen. Wir tun Stufe 1, Körperöffnungen schließen. Die Sitzbeinhöcker zueinander ziehen, Schambein zum Bauchnabel, feste die Hände zusammendrücken, haltet, atmet einfach ganz normal weiter und lasst jetzt locker, spürt den Unterschied im Körper. Machen wir gerade nochmal, gell? Schließt die Augen, wenn ihr mögt. Und nochmal. Körperöffnungen schließen, Stufe 1. Sitzbeinhöcker zueinander ziehen, Schambein zum Bauchnabel und die Hände ganz fest zusammendrücken, halte. Und den Unterschied spüre, wenn wir jetzt locker lassen und die Augen wieder öffnen. Handfläche nach oben zur Decke. Und wir ziehen die Arme nach hinten. Und wieder nach vorn. Steve, bist du noch durch? Hör dich gar nicht. Ich fühle mich so alleine ohne euch. Ist traurig. Beim nächsten Mal bleiben wir hinten. Die Schultern schön locker lassen und nur noch kleine, nach hinten zurückziehen. Und wir bleiben am hintersten Punkt und ziehen jetzt hinterm Körper die Ellenbogen zueinander. Zieht und schiebt wieder nach außen. Spürt in euren Rücken. Und wir bleiben am tiefsten Punkt hin und machen nur noch ganz kleine. Zueinander ziehen. Ziehen. Spürst du auch, Steve? Ich merke es. Okay. Tut gut, gell? So, und dann lassen wir die Arme erstmal locker. Einfach baumeln. Kurz die Beine vertreten. Alles ausschütteln. Und dann geht es schon wieder. Leicht in die Knie. Ellenbogen an den Körper, Handfläche gucken nach oben und wir ziehen nach außen und zurück. Muriel, liebe Grüße zurück an Stefan. Vielleicht meint sie auch das Steve. Auch von mir liebe Grüße, Muriel. Und von Steve auch, gell? Wir bleiben hinten und ganz kleine, kleine. Und stoppen.
Wir drehen jetzt die Handfläche zueinander, Ellenbogen an den Körper und machen nochmal so kleine Hackbewegungen. Ganz kleine, schnelle. Und stopp, mache deine Faust und drücke nochmal ganz fest nach hinten und zurück. Wir bleiben hinten und mache auch noch mal kleine, zurückziehen, Schulterblätter zueinander, kleine Muskeln erreichen. Okay, Arme hängen lassen und wir nehmen sie nochmal nach oben auf Schulterhöhe, Schultern zurück und tief, wir dünn überkreuzen, das Kinn jetzt ganz nah ranziehen und wir schieben die Arme nach vorne, werde rund im Rücken. Atmen tief durch die Nase bis zum Bauchnabel. Rechte Hand ans linke Handgelenk. Den linken Arm jetzt einfach rüber zur rechten Seite ziehen. Ganz weit. Nochmal rund zur Mitte machen. Dann geht die linke Hand ans rechte Handgelenk. Rechten Arm zur linken Seite rüberziehen. Und wieder nach vorne. So, und jetzt einfach die Hände ablegen. Auf der Oberschenkel, genau, das Klatsch habe ich vermisst. Rolle doch jetzt ganz langsam nach unten. Einfach mit den Fingern an eure Beine entlang tief fahren. Wir sind leicht im Knie und am tiefsten Punkt lassen wir uns hängen und dann schütteln wir uns erstmal aus. Ganz locker. Umfasst jetzt eure Beine am tiefsten Punkt und drücke die Knie langsam durch. Zieht den Oberkörper näher ran, Richtung Oberschenkel. Und spürt die Dehnung über die ganze Rückseite. Dann gehen wir in die Knie, stützen uns ab, rollen uns wieder nach oben und lockern. So, bereit für die Rückwärtsbewegung? Gut. Hüftbreit stehen und jetzt die Knie ganz durchdrücken. Schultern zurück, die Daumen nach außen drehen oder wer mag, kann auch gern abstützen im Rücken. Jetzt ziehen wir das Kinn ran. Und die Schultern ziehen uns langsam nach hinten. Knie bleibe durchgedrückt. Tief durch die Nase bis zum Bauchnabel atmen. Und dann wieder hochdrücken. Gerade lange Rücken lasse. Einfach den Po zurückschiebe, die Arme hängen lasse. Knie sind durchgedrückt. Und gar nichts bewerte, wie tief ihr kommt. Einfach mal bis zum tiefsten Punkt gehen. Langsam wieder mit ganz geradem Rücken nach oben drücke. Und noch einmal. Schultern zurück, Daumen raus, Kinn ran, Oberkörper nach hinten. Ganz locker. Traut euch noch kleine Stückchen mehr. Und dann gehen wir wieder hoch und lasse den Rücken nochmal ganz steif. Einfach nur den Po zurückschiebe, recht passiert von alleine, Arme hängen lasse. Und ihr merkt, wir kommen ein Stück tiefer. Und wieder, gehen wir langsam nach oben. Letzte Runde, Schultern zurück, Daumen raus, Kinn ran. Oberkörper geht locker nach hinten. Sieht gut aus. Und jetzt drücke euch langsam wieder hoch. Und wieder die Hände auf die Oberschenkel. Kinn ranziehen, jetzt rollen wir es wieder langsam nach unten, aber mit durchgedrückten Knie diesmal. Langsam tief. Und unten wieder hängen lassen, die Knie sind immer noch durchgedrückt. Wow, Steve, du kommst schon bis am Boden. So, jetzt gehen wir in die Knie, stützen uns ab, kommen nach oben und lockern uns. Warte mal noch, bis der Steve auch oben ist. Und dann geht's los. Ganz locker. Hallo Matteo. Matteo ist mein Enkel, ganz kleine, der guckt auch zu. Der macht hoffentlich auch mit. Das kann jeder, gell? Oh, der Matteo. So, da denkt sich, was macht denn die Oma im Fernsehen? Er ist anderthalb.
So, wir sind fertig soweit. Gut, jetzt hat er mich ganz aus dem Konzept gebracht, der Matteo. Gehen wir eine Stufe tiefer. Auf die Knie mit euch. Hände abstützen. Ist gut so oder lieber andersrum? Ist gut? Also, Knie unter die Hüfte setzen, Handgelenke unter die Schultergelenke und die Zehe ruhig umknicken und in die Matte drücken. Okay, und dann bewegen wir uns mal langsam durch. Jeder für sich. Fanget ruhig ein bisschen kleiner an und werdet bei jeder Bewegung etwas größer. Die Schultern ziehen wir weit weg von den Ohren. Gern die Augen schließen und stellt euch eure Wirbelsäule vor, wie die sich jetzt bewegt. Beim nächsten Mal machen wir richtig schöne Katzenbuckel. Und ein Stückchen größer wird. Haltet einen kleinen Moment. So, und jetzt gehen wir langsam über die Mitte ins Hohlkreuz und haltet auch da einen kleinen Moment. Schultern weit wegziehen vor der Ohren. Und dann machen wir die Wirbelsäule gerade wie ein Tisch. Okay, wir bauen Spannung auf. Als erstes drücken wir mal unsere Finger, die Knie und die umgeknickte Zehe nach unten in die Matte. Und lasst wieder locker. Jetzt nehmen wir Beckenboden mit dazu, okay? Mehr dünn. Körperöffnungen schließen, Sitzbeinhöcker zueinander ziehen, Schambein zum Bauchnabel und drücken nochmal die Finger, die Knie und die Zehe nach unten. Spürt die Spannung, atmet ganz normal weiter und spürt den Unterschied, wenn wir jetzt locker lösen. Wir gehen über die Diagonale. Okay, noch einmal. Stufe 1, 2, 3. Jetzt drücke mal rechts die Finger, links das Knie und die Zehe nach unten. Und lösen wieder locker. Und noch einmal. Stufe 1, 2, 3. Links die Finger, rechts das Knie und die Zehe nach unten drücke. Spannung spüre. Und locker lassen. Es wird gemütlich. Wir schieben den Po weit zurück. Ganz weit. Gern absitze, Ferse. Und wandert jetzt mit euren Händen nach vorne. Zieht euch richtig schön auseinander. Wir krabbeln ganz lang. Und nochmal ein kleines Stückchen länger. Und jetzt gönnt euch zwei, drei tiefe Atemzüge. Tief durch die Nase bis zum Bauchnabel atmen. Stellt euch vor, wir schaffen Platz für die Bandscheibe. Die können sich wieder ausweiten. Tief atmen. Und dann, nächste Position, wir ziehen das Kinn ganz nah ran, legen die Stirn ab auf den Boden, ziehen die Arme nach hinten, Handfläche Richtung Decke. Jetzt machen wir uns ganz klein und rund und lasst einfach mal alles locker. Und bevor es zu gemütlich wird, gehen wir wieder in den Vierfüßler. Alle wieder dabei? Okay. Rechte Armstrecke, linkes Beinstrecke. Wir ziehen uns erstmal auseinander. Blick ist zum Boden. Und dann gehen wir tief, ganz gestreckt. Und ziehen uns wieder hoch. Schön langsame, geführte Bewegungen. Beim nächsten Mal bleiben wir oben. Strecke uns und mache da oben noch ein paar ganz kleine. Haltet an. Und jetzt führen wir unterm Körper Knie und Ellenbogen zueinander und strecke uns wieder ganz aus. Einmal noch. Wieder ganz strecke, Moment halte. Und sollen wir es probieren, Steve? Wir probieren es. Vom rechts, rechte Bein, Zehe abheben und das Gleichgewicht halten. Oh oh, ich bin heute, glaube ich, ein bisschen wackelig. Probieren es mal. Schade, dass ich euch nicht sehe. Okay, abstellen. Kurz den Rücken rund machen. Und wieder gerade. Und dann linke Arm und rechtes Bein strecken. Auf Körperhöhe ungefähr. Und dann gehen wir wieder tief und hoch. Jetzt bei dir klappt es, Steve, mit dem Gleichgewicht.
wie die meisten von euch auch. Und wenn nicht, ist gar nicht schlimm. Beim nächsten Mal halten wir wieder oben, ziehen uns auseinander und machen ganz kleine. Blick ist zum Boden, denkt an euren Nacken, schön entspannt. Anhalten und am Körper Knie und Ellenbogen zueinander führen und wieder strecken. Ein letztes Mal. Dann ziehen wir uns wieder lang. Und auch da probieren wir es nochmal. Probiere die Zehe abheben und das Gleichgewicht halten. Wer als erster umkippt, hat verloren. Und abstellen. Okay, drückt mal den Oberkörper hoch. Kurz die Schultern lockern. Handgelenke lockern. Beide Schultern zurück und tief hinterm Körper geht die rechte Hand ans linke Handgelenk. Mit dünn die Schulterblätter zusammenkneifen und linken Arm zur rechten Seite ziehen. Tief ein- und ausatmen. Und wir wechseln. Und wieder schön tief durchatmen. Und die Arme locker, Baumlilo. So, dann gehen wir auf die Unterarme. Alle parat? Prima. Das rechte Bein strecken, nach oben nehmen, anwinkeln und kleine Bewegungen nach oben schieben. Bauchnabel sanft einziehen und gucken, dass eure Hüften noch schön parallel bleiben. Schiebet nach oben. Und wir wechseln. Andere Bein. Hochnehmen und schieben, Gliawinkel schieben. Das passt. Und wieder zurück. So, es wird Zeit, wir können uns wohl auf die Rücke drücken, gell? Okay, alles klar, macht es euch bequem, ich muss nur schnell umbauen. Ich bin es nicht gewöhnt mit so einem Ding. Okay. Macht es euch gemütlich, schön abrollen. Und dann strecken wir uns erstmal, ziehen wir uns auseinander. Ganz lang machen. Und wir ziehen uns über die rechte Seite etwas länger. Löhnen wieder locker über die linke Seite. Locker lassen. Und jetzt der rechte Arm und das linke Bein auseinanderziehen. Locker, linker Arm und rechtes Bein. Und wieder lockern. Spürt, wie ihr auf der Matte liegt. Spürt in euer Lendenwirbelbereich. Und jetzt drückt einfach mal die Lendenwirbel kurz nach unten an den Boden und löhnt wieder locker. Lendenwirbel in die Matte drücken, lockern lassen. Nur die kleine Bewegung. Und jetzt lasst mal locker. Wir nehmen Beckenboden mit dazu. Bis Stufe 3 drücken wir die Lendenwirbel einfach wieder an die Matte. Achtung, Körperöffnungen schließen. Die Sitzbeinhöcker zueinander. Schambein zum Bauchnabel und die Lendenwirbel an die Matte heften und halte den Moment. Und wir lehnen wieder locker. Stellt jetzt ein Bein nach dem anderen auf und die Arme nehmen wir neben den Körper. Ist gemütlicher. Beine sind hüftbreit geöffnet und wir machen wieder unsere Kippbewegung. Lendenwirbel nach unten drücken und locker locker. Nur die kleine Bewegung. Wir lehnen wieder locker und wieder an deine drei Stufen. Körperöffnungen schließen. Sitzbeinhöcker zueinander, Schambein zum Bauchnabel, Lendenwirbel in die Matte drücke und im Moment halte. Und dann lehnen wir wieder locker. Zeit für runde Bauch, oder? Was meine da? Hände ineinander falten, Hände hinter den Kopf. Das Gewicht vom Kopf geben wir unsere Hände ab
Und wir drücken wieder die Lendenwirbel sanft in die Matte und heben den Oberkörper hoch. Genau. Und dann ziehen wir uns klein hoch. Hoch. Schaut über eure Knie oder so schräg nach oben zur Decke und zieht. Ellenbogen bleiben außen. Und wir halten am obersten Punkt an und halten einfach nur. Und noch eine kleine Stufe höher, halten. Und dann gehen wir langsam wieder zurück. Kurze Pause. Wir nehmen unser rechtes Bein nach oben, Knie über die Hüfte und die Hände bleiben hinterm Kopf, Lendenwirbel an die Matte, Oberkörper hoch. Jetzt führen wir. Rechtes Knie, linke Ellenbogen zueinander und strecke wieder. Klein mache und lang. Nicht, dass der Baum umfällt, Steve, gell? Und beim nächsten Mal bleiben wir wieder oben. Und oben jetzt so klein, zieht, zieht. Und zurück. Ablege, Bein abstelle, kurz die Arme über den Kopf strecke, den Bauchmuskel wieder ganz lang machen. Und tief zum Bauchnabel atmen. Und dann gehen die Hände wieder hinter den Kopf, linke Bein nach oben. Knie über die Hüfte, Lendenwirbel in die Matte und Oberkörper hoch, rechte Ellenbogen, linkes Knie zueinander und strecken. Schön eindrehen den Oberkörper, schön nach außen drüllen. Und beim nächsten Mal bleiben wir in der Mitte wieder zusammen. Und kleine, zieht mit dem Oberkörper Richtung Knie. Kleine, jawohl. Sieht gut aus bei dir, Steve. Und die letzte. 4, 3, 2, letzte. Langsam zurück. Ablegen, entspannen. Arme strecken. Zieht die Beine nochmal lang. Spürt die Länge. Und jetzt machen wir uns ganz klein. Ein Bein nach dem anderen auf Stelle. Ein Bein nach dem anderen ranziehen. Ganz eng zum Körper ziehen. Spürt in euren Rücken, was passiert, wenn ihr die Knie immer näher ranzieht. Und jetzt fasst eure Schienbeine an und schaukelt einfach so ein bisschen hin und her. Und dann beschreiben wir Kreise. Mit den Knie automatisch mit dem Rücken. So, kreiset mal in die andere Richtung. Und dann stellen wir wieder ein Bein nach dem anderen ab. So, Hände neben den Körper, Beine hüftbreit. Ich sage es euch immer, das ist die Übung, wo Stefan immer sagt, die gehört zu jeder Rückengymnastik dazu. Wir ziehen einfach die Hüfte hoch und gehen tief. Hoch und tief. Immer kurz vom Boden anhalten und wieder nach oben gehen. So, beim nächsten Mal bleiben wir wieder oben. Und da oben lehnt den Po jetzt mal locker und wieder zusammenkneifen. Locker, anspannen. Wir bleiben nochmal einen Moment oben und gehen dann tief, ablegen, entspannen. Kurz nachspüren. So, und jetzt rollen wir uns noch nach oben. Jeder für sich, jeder so weit, wie er mag, wie es ihm angenehm ist. Wir drücken die Lendenwirbel sanft nach unten,
hebe den Po ab und roll uns Wirbel für Wirbel hoch. Am obersten Punkt anhalte kurz und wieder langsam nach unten rolle. Wirbel für Wirbel. Ablege, locker lasse und dann nochmal von vorne anfangen. Jeder in seinem eigenen Tempo. Mache das einfach ein paar Mal. Wirbel für Wirbel, als ob ihr sie durchzählen wollt. Gern die Augen schließe und stelle euch wieder eure Wirbelsäule vor. Ein Molner. Und dann treffen wir uns alle wieder unten. Okay, alle wieder da? Steve auch. Gut, dann gehen wir noch mal ein bisschen an den Bauch. Wieder die Hände hinter den Kopf nehmen. Lendenwirbel nach unten drücken. Jetzt ziehen wir uns in 3 Stufen hoch. Das Kinn ranziehen und wir gehen auf Stufe 1, 2, 3. Halte. Und dann gehen wir langsam wieder zurück. 3, 2, 1. Kurz über den Boden anhalten. Und nochmal. Hoch, hoch, hoch. Halten. Tief, tief, tief. Noch einmal nach oben. Hoch, hoch, hoch. Wir bleiben oben. Hände nach vorne Richtung Knie, beide Hände. Und da ziehen wir uns jetzt auch noch so ganz klein. Höher. Das Kind schön nach ran ziehen, dann wird der Kopf auch nicht so schwer. Wenn er zu schwer ist, eine Hand nehmen und den Hinterkopf abstützen. Das langt. Wir gehen wieder nach unten. Spüre das ein bisschen. Kurze Pause. Die Beine ganz nah ranhole, Beine aneinander mache und die Arme nach oben zur Decke strecke. Schultern locker. Und jetzt gehen die Knie langsam nach rechts. Zur rechten Seite ablege. Kopf und Arme gehen nach links. Kopf auf. Gut. Rechte Hand geht jetzt rüber zum linken Bein. Und das linke Bein ein bisschen höher ziehen und dann ganz sanft bei jeder Ausatmung das Bein nochmal ein bisschen tiefer drücken. Das Bein zurückschiebe, Kopf und Arme nach oben. Die Knie langsam zurückhole. Ferse schön nach ranziehen und dann gehen die Knie nach links. Ganz weit, sanft ablege, Kopf und Arme nach rechts. Gern die Augen schließe. Linke Hand geht rüber zum rechten Bein. Das rechte Bein ein bisschen höher ziehen und dann sanft nach unten drücken. Bei jeder Ausatmung noch ein Stückchen mehr. Das Bein zurückschiebe. Kopf und Arme nach oben. Knie zurück. Und wieder gemütlich machen. Macht die Beine nochmal hüftbreit und nehmt sie dann nach oben. Knie über die Hüfte. Wir ziehen jetzt einfach die Knie ran zum Körper und wieder zurück. Knie wieder über die Hüfte. Ranrolle und zurück. Mache dann noch alle mit. Ich spür's. Und noch 4 Mal, die letzte. 4. Ruhig so nah ranziehen, dass der Popo ein bisschen abhebt. 3. 2. Und ein letzter. Okay, jetzt strecken wir gerade die Beine nach oben zur Decke. Und kreise locker. Ganz sanft. Und dann kreisen wir noch in die andere Richtung. Und halte an. Strecke jetzt eure Hände Richtung Zehe. Lendenwirbel nach unten drücke, Oberkörper hoch. Und jeder probiert
einfach anzutippen, so hoch es geht. Am besten ist an der Zehe oben, gell? Aber oh, Steve, ich schaff das nicht. Steve ist auch noch ein paar Jahre jünger, der kann das noch, gell? Hat auch Vorteile, wenn man ein wenig älter ist. Die letzte. 4, 3, 2 und die letzte. Und langsam ablege. Ein Bein nach dem anderen abstelle. Ein Bein nach dem anderen ausstrecke. Die Arme strecke. Und jetzt ziehen wir nur rechts, als ob auch jemand an der Ferse zieht, so nach unten. Aus der Hüfte raus und wieder zurück. Und links. Zehe ranziehen, Ferse wegschiebe. Immer im Wechsel, rechts und links. Dann sind wir wieder ganz entspannt und stelle wieder ein Bein nach dem anderen auf. Hände neben den Körper, Beine nach oben nehmen. Letzte Anstrengung, dann nur noch ein bisschen dehne und entspanne. Lendenwirbel nach unten drücke, Oberkörper hoch, linke Hand geht ans rechte Knie. Prima. Dann nehmen wir am besten Beckenboden wieder mit dazu. Ihr wisst es in deine 3 Stufen. Körperöffnungen schließe, Sitzbein höcker zueinander, Schambein zum Bauchnabel. Und jetzt drückt Hand und Knie einfach ganz fest aneinander. Spürt die Spannung in der Körpermitte, haltet. Ganz normal wieder atmen. Und locker. Spürt man, gell? Wir wechseln. Rechte Hand ans linke Knie, Oberkörper hoch. Genau, gucke zu eurer Hand oder so schräg vorbei. Und in 3 Stufen wieder aufbauen. Stufe 1. 2, 3, Hand und Knie aneinander drücke, haltet und locker los. Und jetzt Hände über Kreuze, Lendenwirbel nach unten, Oberkörper hoch in 3 Stufen, 1, 2, 3, mit drücke Knie und Hände fest aneinander, haltet. Spüren dir das auch? Steve, was meinst du? Spürst? Okay, ich auch. Dann langsam löse. Ein Bein nach dem anderen abstelle. Und wir holen unser rechtes Bein ran. Umfasse den Oberschenkel und kreise locker. Mit dem Fußgelenk. Und dann kreise mal in die andere Richtung. Ganz gemütlich, gern die Augen schließen, runterfahren, entspannen. Und jetzt strecke mal langsam das rechte Bein nach oben durch. Knie durchdrücke so gut wie es geht. Und einfach nur mal pumpen. Zehe ranziehen und zur Decke strecke im Wechsel. Und wir ziehen die Zehe nochmal ran. Drücke das Knie vielleicht noch ein bisschen mehr durch. Und wenn es geht, hole das gestreckte Bein noch mal ein bisschen näher ran. Und wenn es ein bisschen zittert, dann wirkt es. Das rechte Bein beuge auf dem linken Abstelle. Die rechte Hand kommt an die rechte Oberschenkelinnenseite, linke Hand an linke Beckenknochen. Und sie schiebt einfach nur rechts das Bein weg und links fixieren wir. Immer schön tief atmen. Jetzt immer beide Hände löse, hole das linke Bein ran, umfasse den Oberschenkel, lege den Oberkörper wieder ab und zieht euer linkes Bein schön nah ran. Das rechte Bein schiebe mal so ein bisschen weg. Ich denke, ihr spürt es alle über die rechte Pobacke, da zieht es jetzt ein bisschen oder sollte. So, jetzt das rechte Bein abstelle und dann können wir gerade mit dem linken locker Fußgelenke kreisen. Die Richtung wechsle. Und wir strecken das linke Bein nach oben durch und pumpe. Zehe ranziehen und zur Decke strecke im Wechsel. Zehe wieder ranziehen. Das Knie vielleicht noch ein bisschen mehr durchdrücke und sanft das gestreckte Bein näher ranhole. Thank you.
Wir beugen das linke Bein, stellen es auf dem rechten ab. Rechte Hand kommt an rechte Beckenknochen. Linke Hand schiebt sanft das linke Bein vom Körper weg. Atmet tief bis zum Bauchnabel. Beide Hände lösen, wir holen das rechte Bein ran, legen den Oberkörper wieder ab und ziehen das rechte Bein schön nah ran, das linke Knie so ein bisschen nach außen schiebe. Gönnt euch noch 2, 3 tiefe Atemzüge dazu. Und dann ein Bein nach dem anderen abstelle. Zieht euch nochmal auseinander. Strecke die Arme über den Kopf, strecke die Beine aus. Ich muss einen Schluck trinken und dann kommen wir zur Entspannung. So, bin wieder da. Lege dich jetzt so bequem wie möglich hin. Schließe deine Augen. Mach es dir ganz bequem. Finde eine Position, in der du dich wohlfühlst. Eine Position, in der du entspannen kannst. Bemerke jegliche Verspannungen und lasse sie los. Halte deinen Fokus auf deinen Körper. Beginne an deinem Kopf und arbeite dich von hier aus nach unten. Achte darauf, dass dein Gewicht gleichmäßig auf beiden Körperseiten verteilt ist. Wenn du denkst, keinen Mittelpunkt zu finden, bewege deine Schultern, Arme, Beine. Fühle deine neue Körperlänge. Finde Ruhe und Frieden. Bleibe bei deinem Körper und richte dein inneres Auge auf deine Wirbelsäule. Beginne oben am Nacken und bewege dich weiter hinunter. Wirbel für Wirbel. Erlaube jedem Einzelnen, weiter in den Boden zu sinken. Wenn du zufrieden mit deinem Körpergefühl bist, richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Erlaube ihr zu fließen. Tief, voll und frei. Bemerke, wie dein Körper auf deine Atmung reagiert. Hebt sich deine Brust mehr als dein Bauch oder umgekehrt? Wie auch immer, beides ist gut. Der Fluss deiner Atmung ist wichtig. Wie sie kommt und wie sie geht. Bringe nun deine Aufmerksamkeit auf deine Handflächen. Lass dir Zeit, fühle sie. Nun bringe deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Atme tief in dein Herz. Atme ein und erlaube dem Bereich um dein Herz sich zu weiten, zu öffnen und zu entspannen. Vertiefe deine Atmung, atme in deine Finger, in deine Zehen. Führe deine Knie etwas nach innen, um den Rücken zu entspannen. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst und finde deinen eigenen Weg in eine dir bequeme Position. Welche Position auch immer du einnimmst,
Konzentriere dich auf die Länge deiner Wirbelsäule. Bemerke die Lockerheit in deinen Schultern und die Erweiterung in deiner Herzregion. Atme ein paar Mal tief ein, tief in dein Herz. Atme frei, bringe ein Lächeln auf dein Gesicht, in deine Augen und in dein Herz. Atme beim nächsten Mal tief ein und fühle, wie die Bauchdecke sich hebt und wieder senkt, wie die Luft beim Ausatmen deinen Körper verlässt. Atme tief ein und strecke noch einmal deine Arme weit über den Kopf. Öffne deine Augen, wackel mit deinen Zehen, stelle ein Bein nach dem anderen auf, regel und strecke dich wie beim morgendlichen Aufatmen. Komm wieder ganz zurück in den Raum und rolle dich dann auf die Seite. Bleib noch einen Moment liegen. Dann stützt die obere Hand ab und so drückt ihr euch langsam nach oben zum Sitze. Alle wieder wach? Geht's allen gut? Schön. So, setzt euch nochmal ganz gemütlich hin, Schneidersitz, Beine strecke, ganz egal. Einfach nochmal spüre, wie ihr so sitzt. Und dann richten wir uns nochmal auf, Wirbel für Wirbel übereinander. Wir strecken uns richtig schön lang. Wir uns Kinn nochmal nach unten ranziehen. Und beschreibt mit dem Kinn am Körper nochmal den Halbkreis. Kinn zur Mitte, Blick nach vorne und locker los. So, jetzt stehen wir auf. Zeit ist schon wieder rum. Einmal alles ausschütteln. So, wir atmen. Nochmal tief ein und aus. Trotzdem, dass ihr mir nicht ganz nah wart, habe ich euch gefühlt. Und zwar schön mit euch, wie immer. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wir bleiben beim nächsten Mal oben. Ziehen uns ganz lang von einer Seite zur anderen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt positiv. Wir packen das alle miteinander. Und